eigentlich vor allem interessant. Während du in Quarantäne bist, habe ich kaum Geld ausgegeben. So langsam nähern wir uns der Zielgeraden. Nimm deinen ganzen Mut zusammen und stell dich Joseph Seed ein für alle Mal. Er wartet bei seiner Kirche auf dich. Gemacht habe ich noch nichts. Und dann darf ich halt kaum darf ich wieder rausgehen, schon gebe ich viel zu viel Geld aus. Naja, ich habe jetzt erstmal wieder ein bisschen eingekauft. Dann habe ich jetzt erstmal für ein paar Tage wieder Ruhe. So, ich will meine Mädels wieder dabei haben. Bei Peggys mache ich gern den Aufreißer. Den Arschaufreißer. Ich will zwar nicht... Hier spricht Kim Rai. Ich rufe Nick und den Deputy. Könntet ihr vielleicht mal bei mir vorbeikommen, falls ihr Zeit habt? Bitte? Ist jetzt kein Notfall oder so. Also, noch nicht. Noch nicht? John für uns erledigt. Danke. Kein Problem, ich habe noch mehr erledigt für euch. Kriegen wir alle hin. Vor allem die Dame, die eben gesagt hat, kennt ihr uns? Wahrscheinlich etwas anderes töten als Peggys. Wechsel mich ein, Coach. Wurde aber auch Zeit. Was? Hast du nichts Besseres zu tun? Such die paar Peggys, auf die du schießt. Hab ihn verloren. Hey, hat Casey dich geschickt? Ja. Einer der scheiß Geier hat den Schlüssel zu meiner Scheune verschluckt. Ist eine lange Geschichte. Sagen wir einfach, dass ich unpässlich war. Du musst mir helfen. Ziele, die sich bewegen, treffe ich einfach nicht. Knall diese Geier ab. Einer von denen muss den Schlüssel haben. Oh, du bist doch so ein Horst, ey. Warum soll ich das kriegen, was du nicht hinkriegst? Warte mal, ich will mal was probieren. Klappt das vielleicht? Nee, okay, ich dachte, ich könnte da die Geier oder so. Ich hab doch keinen getroffen. Das brauchen die ja nicht mehr. Lass mich raten, es ist immer der letzte. Gerade noch mal gut gegangen. Und nein, das Eierfest habe ich noch nicht. Sag Bescheid, wenn du was findest. Na Gott sei Dank. Hör zu, der Anhänger ist schon an meinen Truck in der Scheune gekoppelt. Ich lass Casey wissen, dass du kommst und Casey, alles was du für die Eierfeier brauchst, ist in der Scheune. Deko, Kisten, einfach alles. Ich habe es da vor gar nicht allzu langer Zeit für dich verstaut. Es ist eine ganz besondere Sache, weißt du. Es mag zwar alles den Bach runtergehen, aber mit nichts bewahrt man sich seine geistige Gesundheit besser als mit einer Feier für frittierte Klöten. Da haben wir da wahrscheinlich ein paar Eier aus den Eierstöcken von Fate Seed genommen. Dann haben wir die zwei Eier von John und von Jacob. Ja, ja, also frittierte Klöten und frittierte Sprungeier sollte genug zusammenkommen. Wie Weihnachten mitten im Krieg. Solche Sachen eben. Das ist unser Weihnachten. Fröhliches Einachten, Kenny. Warum? Ja. Gott bemüht sich lieber, dass ich nicht sterbe. Sonst ist er als nächstes dran.
Liefere den Eieranhänger bei Casey ab. So, Mädels, steig ein. Jawohl. Liefere den Eieranhänger bei Casey ab. Ah, nimm mal die Fahrhilfe, warum nicht? Ist zwar ein bisschen langsamer, aber dafür kann ich den Controller aus der Hand legen. Shit, wieder mal geschafft. Natürlich, Mädels. Bam, 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 bam. Ich bin eine alte Sau. Bam, 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 bam. Das. Sag doch meine Frau, bam 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 bam, ich bin ein perverses Schwein, bam 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 bam, yeah, das muss so sein, bam 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 bam, ich hab ein Ring um meine Eier, der schnürt mich ein und das tut weh, all wire, a Ring um der Eier, a Ring um der Eier, der tut weh, all wire. Entschuldigung. Oh Mann! Eierfeier. Naja. Sauber anvisiert. Ich weiß es auch nicht. Mein Gott, das macht Laune. Ich sehe euch. Testicle Festival. Die Kuh! Ich schrei, nein! Bullenhoden, frittierte Bullenhoden! Yeah! Was möchten Sie in Ihrem Drink? Haha! Ausgequetschte Sackhaare. Das heißt doch eigentlich. Ist egal. Schöner Mond. Ich auch nicht. Finde ich cool, wenn man nach links guckt, dann guckt man nach innen und wenn man nach rechts guckt, guckt man aus dem Fenster. Guck mal, wie sie da sitzen. Ganz entspannt. Casey, Schatz! Was geht? Hallo, ich will mit dir sprechen. Hallo? Ich habe keine Ahnung, auf was du da zielst, Mädchen. Hallo? Der Bastard ist vielleicht tot, aber ich wette, der wird weiterhin die Hauptrolle in meinen Albträumen spielen. Ja, kein Problem. Einfach mal eine Nacht mit mir verbracht und den zwei Mädels hier, dann bringen wir dich auf andere Gedanken. Ein Mädchen kann nie genug Waffen haben. Da hast du recht. Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht ganz so schlimm. Warum habe ich keinen? Wie alles begann. Der Vater hatte ich zu einem finalen Showdown zu sich gerufen, triff ihn auf seinem Anwesen. So, das war also die Eierfeier. Ich bin nicht ihr neuer Albtraum, ich bin der Grund ihrer feuchten Nächte. Die nach Kim. Wo haben wir sie dann? Okay, Mi Boy. Mimi Maus, wo bist du denn? Sonderzustellung. Okay, Deputy, heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. Drei neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Die ersten beiden sind einfach.
Ein Mulcher-Traktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Gut, dass das wieder unsere... Nein. 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 Ich will das nicht essen. Wer steckt die Salami? Habe ich es richtig verstanden? Ja. Wollen wir nicht doch lieber Elden Ring? Alles Paletti, Schwester? Die Mädels mögen sich. Boah, Justin, du bist eklig. Zerstöre das Schloss, um die Kühe zu befreien. Was? Was? Nein! 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 Nein, nein! Töte einen Stier, der sich paart. Nein! Was zum... Oh! Bitte nicht! Nein! Nein! Oh! Oh, nee. Angeschwollene Stierhoden. Töte einen Bullen mit dem Mulchmacher. Nein. Einfach nein. Die Kind. Ich will das nicht essen. Den Hoden jetzt gesammelt? Nee, Hackfleisch, ne? Die Prepper hier wissen einen Scheiß. Meine Oma könnte dir noch was beibringen. Du bist einfach total krass. Ich hoffe, du weißt das. Alter! Fuck. Gegrillter Stierhoden. Okay. Da stand geschnetzelter Stierhoden. Ja, geschnetzelter Stierhoden, geschwollener Stierhoden. Nennt man im Übrigen Blue Balls. Das sind geschwollene Hoden. Wer schießt denn hier rum? Da ist noch was. Einfach nur dieses Spiel. Dieses Spiel ist einfach nur krank. Vögelente. Ups. Das war's. Ja, ist okay. Es ist keine Jagd, es sei denn, du machst es mit einem Bogen. Die ist gut. Autsch. Casey, ich hab deine Nüsse. Oh mein Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich mal dahin ziehen würde. Oder wollen würde. Aber. Ja, doch, doch. Doch, doch. Doch. Bin mal was weg, an die frische Luft gehen. Alles klar, aus da rein.
Spiel immer noch nicht durch. Hast doch alle drei besiegt. Na, es fehlt noch einer. Aber ein paar Nebenmissionen mache ich noch. Testikelfahrer. Hast du diese Fleischbeutel des Sieges? Ach du meine Güte. Die diesjährige Eierfeier wird die beste aller Zeiten. Ich kann es gar nicht erwarten, einen dieser leckeren Bälle zwischen die Zähne zu bekommen. Bäh. Wenn ich diese kleinen Spermaschnitzel hier gewürzt und geklopft habe, werden sie einfach überirdisch gut schmecken. In Zeiten wie diesen wird uns klar, was wirklich wichtig ist. Unsere Freunde, unsere Familie, unsere Gemeinschaft. Und holen im Zuhause. Ohne dich. Ja, genau. Das wird ja... Diese Lendenleckereien schmecken, nicht wahr? Lendenlecker. Komm schon, schnapp dir was zu trinken und dann legen wir los. Ich glaube, das sicherste... Oh, ja. Nein! Was? Also Stierhoden kann ich mir auch nur besoffen geben. Ich will zwar nicht sagen... Dieses Spiel. Es ist unglaublich. Lendenleckereien. Geklopfte Spermaschnitzel. Yes! Mädchen, alles hat sich verändert, ne? Ein bisschen still. Oh mein Gott. Bin ich echt bei den Schweinen aufgewacht. Eine Müllkippe voller Scheiß-Erinnerungen. Trotzdem gut, dass ihr wieder uns...